So, wir haben gerade die mechanische Gestängeführung angeguckt und überprüft. Alles war in Ordnung. Jetzt werden wir dann auch mal gucken, wie geht das dann mit einer automatischen Gestängeführung. Weil die Voraussetzung dafür ist, dass die Mechanik in Ordnung ist. Das kann eine automatische Gestängeführung nicht beheben. Das soll in Ordnung sein, sodass er optimal in der Lage ist, aktiv, proaktiv die Gestängehöhe zu regeln. Ja, den Nutzen ist klar. Man will damit so kurz wie möglich an dem Stand die 50 cm ganz genau anhalten. Das entlastet mir als Fahrer enorm. Also es hat deutliches Nutzen, so ein automatisches Gestängeführungssystem. Now, das automatische Gestängeführungssystem hat man in mehrere Varianten. Zuerst mal in die Steuerung selber, kann er Hubmast und Hangausgleich oder kann er zum Beispiel mehr in die luxere Variante Hubmast, Hangausgleich und Armanwinklung. Das nennen wir dann die sogenannte Variable Geometrie. Weiter ist auch noch wichtig, wie viele Sensoren soll ich dann haben? Na, das hängt davon ab, was für Technik da verwendet wird. Also was können die Sensoren erfassen? Diese Sensoren, die wir hier dran haben, mit unserer Lemken automatischen Gestängeführung, können Lagerstellen im Bestand erkennen. Dann machen die mit die Steuerung selber. Also nicht so sehr abgleichen von mehreren Sensoren. Nee, jedes Sensor kann sag mal, die Bestandshöhe selber erfassen. Das macht er anhand der kurzen Pegel und der langen Schallpegel und weiß damit, okay, der Bestand ist in dem Moment so und so hoch. Der Sensor wird darüber geführt und er sieht auf einmal diese Lagerstellen. Und dann wird er sagen, okay, hier war gerade noch Bestand, ich habe aber eine virtuelle Höhe berechnet. Ich werde den Gestänge hier nicht weiter nach unten schicken und warten, bis mein Bestand wieder da ist. Also das gleicht er im Hintergrund dann ab mit den anderen Sensoren, die dann wohl noch Bestand messen. Haben alle Sensoren keinen Bestand mehr? Dann passt er seine neue Zielhöhe, seine neue virtuelle Höhe an und wird das Gestänge ganz langsam auf die neue Zielhöhe fahren. Ja, wie erfasst so ein Ultraschallsensor seine Höhe? Man hört das vielleicht jetzt auch, das konstante Klickern jetzt von dem Sender hier oben. Das macht er ungefähr in einer Frequenz von 30 Hertz. Also das zeigt mir schon, ob der Sensor in guter Kondition ist, ja oder nein. Tickt er ganz langsam, dann ist hier vielleicht schon etwas nicht in Ordnung. Das zeige ich gleich, wo man was prüfen kann. Das Signal wird reflektiert durch den Boden oder Oberkante der Pflanze und damit berechnet er die Höhe zum Ziel. Ja, je schneller der Wert zurückkommt, je näher ist er an den Bestand dran oder an sein Ziel dran, besser gesagt. Was weiter enorm wichtig ist, dass so ein Sensor braucht einen bestimmten Minimalabstand, ungefähr 30 cm, um überhaupt ein Signal zu erfassen, um seinen Kegel quasi aufzubauen. Der Ultraschallsensor wird geschützt hier mit so einer Schaumstoffscheibe. Die kannst du ganz leicht entfernen. Das hat einen Grund, sodass du den auch richtig gut und schnell sauber machen kannst. Der schützt hier den Transducer, den Sender. Enorm wichtig, dass er sauber bleibt. Befindet sich hier Staub oder Pflanzenschutzmittel, kann er auch nicht richtig gut mehr ein Signal senden oder empfangen. Also enorm wichtig, um den regelmäßig zu überprüfen. So ein Sensor ist ein ganz intelligentes Stück Technik, weil darin befindet sich nicht nur der Sensor. Innerhalb des Sensors befindet sich zusätzlich auch noch ein Beschleunigungssensor. Mit dem Beschleunigungssensor reagieren wir quasi voraus. Wenn diese Maschine schon eine Kurve macht und eigentlich schon eine Rollbewegung wahrgenommen wird, wird die Steuerung schon voragieren mit seiner automatischen Höheführung und nicht warten, bis sich der Signalabstand ändert. Also quasi reagiert er damit schon proaktiv. Die Schaumstoffscheibe wird einfach auf seinen Platz gehalten mit einem Clip, den man hier an die Seite sieht, und an der Unterseite ein Klebeverschluss. Die letzte Einstellung von der automatischen Gestängehöheführung zeige ich euch jetzt anhand der Megaspray-Steuerung in die Kabine. Diese letzte Einstellung befindet sich hier in der Hauptmaske von Megaspray unter die Taste automatische Gestängehöheführung. Die erste Seite spricht für sich selber, wo die Zielabstände eingegeben werden. Aber auf die zweite Seite befinden sich die diversen Modi, die die Ultraschallsensoren erfassen können. Wenn ich auf grob klicke hier jetzt, kriege ich all die drei Modi zu sehen und das ist dann einmal Abstand zu Boden, einmal die Hybrid, die virtuelle Bestandshöhe und einmal grob die absolute Bestandshöhe. Einfach bestätigen, welche Modi man haben will, also meistens wird das dann Hybrid sein, bestätigen und damit zurückwechseln zum Hauptmenü und dann bin ich fertig, um anzufangen mit dieser Spritze.